Nicht wenige in unserer Gesellschaft leiden an der Einsamkeit. In den letzten Wochen war dies für manche noch schlimmer als sonst. Mit den Lockerungen wird zwar manches etwas besser, aber durch das immer noch Distanz halten müssen und sich nicht in großen Gruppen treffen können, fehlt die Nähe und die Gemeinschaft. Erst heute nach dem Gottesdienst haben wir darüber gesprochen, dass einigen das Singen im Chor und die damit verbundene Gemeinschaft fehlen. In diesen herausfordernden Zeiten ist es daher umso schöner, dass wir seit Pfingsten also wieder regelmäßig Gottesdienste in unserer Dreieinigkeitskirche feiern können. Auch wenn wir weit auseinandersitzen und den Sicherheitsabstand von 2 Metern einhalten müssen, der Gottesdienst anders ist als gewohnt, ist es doch schön, auf diese Weise wieder Gemeinschaft erleben zu können. Wie wichtig Menschen diese Gemeinschaft ist, das berichtet ein Pfarrer. Vor vielen, vielen Jahren hat er nämlich Folgendes erlebt. Der Pfarrer war neu in der Gemeinde und bei einem seiner Hausbesuche lernte der Pfarrer einen alten Mann kennen, der Sonntag für Sonntag den Gottesdienst besuchte. Allerdings, bei dem Besuch merkte der Pfarrer ziemlich schnell, dass es schwierig war, sich mit dem Mann zu verständigen, da dieser sehr schwerhörig war. Da fragte der Pfarrer erstaunt: Können Sie denn im Gottesdienst überhaupt etwas von Gebet und Predigt hören und verstehen? Nein, gar nichts, sagte der Mann. Der Pfarrer daraufhin völlig verwundert: Und da kommen Sie trotzdem Sonntag für Sonntag in die Kirche zum Gottesdienst? Der Mann sah den Pfarrer bedeutsam an und sagte dann mit großem Nachdruck: Gemeinschaft der Heiligen, Herr Pfarrer. Gemeinschaft der Heiligen. Genau das ist es, was Kirche ausmacht. Gemeinschaft der Heiligen. Wir alle sind Teil der Kirche. Wir alle machen Kirche aus. Wir sind eine große Gemeinschaft. Das ist für mich Pfingsten. Das Erleben dieser Gemeinschaft. Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Mafridis.